Ja, hallo. Oh, ich mach mal ein bisschen höher. Ja, im Laughter Yoga, Lach Yoga haben wir eben auch das Element des Tanzens als Element der Freude. Jetzt ist es allerdings so, dass natürlich Geschmäcker verschieden sind. Und ja, wenn also eine Lach-Yoga-Stunde ist, da bin ich nicht so ein Fan davon, mit dir Lach-Yoga zu tanzen, also nach irgendeiner Musik zu tanzen. Es gibt natürlich mittlerweile einige Sachen, die speziell fürs Lach-Yoga entwickelt wurden. Da ist einmal dieser Bollywood-Dance. Ha, 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 ja, dann ist auch dieses die Musik eben, um in einen meditativen Zustand zu kommen. Einfach eine schöne Instrumentalmusik, wo du dich ganz intuitiv danach bewegen kannst. Alles andere, was eben auch gerne gemacht wird, inklusive dem Körperzellenrock, der ja so ein bisschen das beinhaltet, mit dem jede Zelle ist glücklich, ne? Dass man das ausspricht und jede Zelle fühlt sich wohl, ne? Das ist erstmal einmal sicherlich eine schöne Sache, nur kann es eben sein, dass es nicht jeden mitnimmt. Und gerade wenn man, sage ich mal, auch Musik spielt zum Tanzen, wo einige sagen, nee, das ist aber gar nicht meine Musik, ne? Dann ist das ja so ein bisschen kontraproduktiv, weil es soll ja Freude bringen. Ja? Und deshalb ist es aus meiner Sicht interessanter auch, ja, ohne Musik zu arbeiten, tanzen ohne Musik. Ja? Und das wird natürlich einigen auch anfangs sehr, sehr schwer fallen, weil man ist das gar nicht gewöhnt. Ja? Aber nach und nach merkt man, okay, man hat ja Rhythmen in sich. Und dann spürt man, ah, man bewegt sich so rechts, links, seitlich. Und fängt vielleicht selber mit einer Melodie an zu summen, ja, die einem dann ja wirklich Freude macht und Freude bringt. Und das ist ja der wichtigste Aspekt dabei, bei dem, dass wir dann da tanzen. Und vielleicht auch beim Singen, ne? Singen auch zum Beispiel ein Beispiel, wo ja viele ja ganze Texte ausgeben, wo man dann miteinander singt. Bin ich auch nicht so ein Freund von, aber natürlich darf das jeder so machen, wie er möchte. Also zum Tanzen zurück. Ja, wirklich das aus sich heraus, die Bewegung ganz langsam, sanft. Und vielleicht auch erst einmal bewusst nach rechts, dann nach links, aber auf deinen Takt hin, ja, dass du dich in deinem Takt bewegst. Und wie gesagt, das ist anfangs ein bisschen sehr holprig, ja, aber nach und nach merkst du, wow, ja, da kommt was raus, weil da steckt ja auch was in mir. Da steckt dieser Rhythmus in mir, ja. Und klar, natürlich. Wenn ich so verschiedene Musikstile anspiele, dann merkst du ja vielleicht auch eher, welcher Stil dich so anspricht. Ist es mehr so ein Samba-Rhythmus, ne? Cha-Cha-Cha oder so ein Wiener Walzer? Oder ist es ein Rock'n'Roll, ne? Oder so ein bisschen fetzig, rockig? Oder ist es ja so eine klassische Musik, ja? Wo du spürst, oh ja, da gehe ich mit und zur Not dirigiere ich. Ja. Also all diese Dinge
probiere sie einfach einmal aus, spielerisch, weil das ist ja auch ein Element, was wir nutzen, dass wir spielerisch daran gehen. Nicht so verbissen, ne? Sondern ganz locker, flockig und gucken, schauen, okay, was passt gerade bei mir. Ne? Und bei mir ist das auch sehr unterschiedlich. Mal habe ich so einen Moment, wo ich richtig so voll auf klassische Musik abgehe. Und mal ist es eben ja wieder so was Rockiges oder eben so ein Samba-Rhythmus. Ganz unterschiedlich. Wichtig ist, dass du die Freude spüren kannst. Ja, nur aus dem Grund haben wir das Tanzen mit hinzugenommen. Ja, nur das ist der einzigste Grund, weil eben ja, das ein leichterer Zugang für Menschen sein kann. Wenn das nicht dein Zugang ist, dann vergiss es direkt sofort. Ja? Also es ist ein Vorschlag, ein möglicher Einstieg, um ja, besser ja, mit sich in die Freude zu kommen. Und wenn du sagst, nee, das ist gar nicht so meins, ob Bewegung, und ich habe sowieso Schwierigkeiten vom Körper her, mich da vernünftig zu bewegen. Wie gesagt, dann vergess es, mach vielleicht kleine Handbewegungen, ne, so Movements hier, so einfach Bewegungen mit den Händen, mit den Fingern, mit dem Kopf vielleicht auch, mit der Schulter, was auch immer gerade so dich anspricht, wo du merkst, oh ja, das bringt mich so ein bisschen in eine lockere Stimmung. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann.